Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, fast letzter Sitzungstag der jetzigen Legislaturperiode und noch wichtige Gesetze. Wir haben lange drum gerungen, dieses Gesetz, Netzentgeltmodernisierungsgesetz, um mal genau zu sagen, eine Einigung in der Koalition zu erreichen. Und es sind ja unterschiedliche Punkte deutlich geworden, sowohl es der Kollege von der Union gesagt hat, als auch von den Linken, als auch jetzt Herr Grischer. Wir haben uns als Sozialdemokraten das Ziel gesetzt, dass wir die Energiewende umsetzen, aber dass wir sie auch gerecht und fair bezahlen. Und da haben wir eine extreme Lücke nicht nur entdeckt, sondern behoben. Und diese Lücke ist, dass sie insbesondere in Bayern wurde jetzt immer schon zu Ostdeutschland hinzugerechnet. Ich habe das eben schon wieder gehört, der Herr Grischer von der Süddeutsche Partei, CSU, es war mir ganz neu. Aber vor allen Dingen im nordostdeutschen Bereich extrem hohe Netzentgeltstrukturen haben. Deutlich höher als im Gebiet Baden-Württemberg und insbesondere NRW, Rheinland-Pfalz. Das wollten wir und mussten wir beheben, und das ist uns mit diesem Gesetz gelungen. Und deswegen, meine Damen und Herren, werden wir heute dem auch zustimmen und halten das für einen großen Fortschritt für unser Land. Sie haben auch gemerkt in der Debatte, dass es zwischen SPD und CDU da Unterschiede gab. Kann ich das sagen? Die Verhandlungen in den letzten zwei Wochen waren da intensiv. Und die Ausgangslage war so, dass die Union eine sehr lange Übergangszeit haben wollte und die SPD das zügig haben wollte. Ja, Herr Hauptmann, Sie können ja gerne darauf eingehen. Ihre Verhandlungsführer der Unionsseite wollten einen 10-jährigen Übergangszeitraum. 10 Jahre, bis wir einheitliche Entgelte hätten. Wir wollten maximal 3, haben uns jetzt auf 4 geeinigt. Ich halte das für einen vertretbaren Zeitraum noch, aber es ist einer, der natürlich insbesondere in Nordostdeutschland die Kunden noch länger einen höheren Preis zahlen lässt. Wir hätten uns das anders und schneller vorgestellt. Es ist leider an Ihnen gescheitert. Nichtsdestotrotz ist es gut, dass wir in dieser Legislatur noch diesen Einstieg machen. Denn wenn ein neuer Bundestag sich in der nächsten Legislaturperiode konstituiert, bis das zu einer Einigung kommt, bei welchen Mehrheiten auch immer, hätte es mit Sicherheit keine frühere Angleichung gegeben. Von daher stimmen wir dem heute zu. Und ich will auch zu Herrn Kollegen Lenkert aus Jena, ist ja Carl Zeiss, wenn wir hier auch deutlich machen, ich als Rot-Weißer kann das ja Erfurt jetzt auch ergänzen. Sie haben gesagt, Sie lehnen jede Form dieser Stromtrassen ab. Diese Form der, ich meine, wir sind ja Bundesländer, klar, aber wir sind ein Deutschland, ne? Und der Strom wird im Norden produziert, im Süden verbraucht, also muss das irgendwie dahin. Also brauchen wir diese Trassen. Ich kann Ihnen auch nur sagen, dass die Thüringer Landesregierung diesem Gesetz so zustimmen wird im Bundesrat. Und an der Spitze steht Ihr Ministerpräsident. Der hat sich ausdrücklich per Pressemitteilung für die gute Verhandlung, also die wir beide, also er und ich gemeinsam, ich habe die Pressemitteilung nur gelesen, hatten zu diesem Gesetz und das Ergebnis begrüßt. Also ich will mal so sagen, ganz so einheitlich scheint es mir bei der Linkspartei zumindest innerhalb Thürings nicht zu sein. Herr Kollege Schneider, lassen Sie eine Frage. Wenn es der Erhellung dient, gern. Kann man sehen, ne? Herr Kollege Schneider, nehmen Sie zur Kenntnis, dass ich ausdrücklich gesagt habe, dass die Übertragungsnetzentgelte ein winziger Schritt in die richtige Richtung sind. Die Angleichung und der Ministerpräsident für Thüringen hat an dieser Stelle natürlich zuzustimmen, weil über die anderen Fragen, über den Bau von Ultralink, Südlink, Südostlink hat die Thüringer Landesregierung überhaupt keine Entscheidungshoheit mehr, weil das kann nur der Bundestag. Und deswegen können wir hier im Bundestag und müssen wir hier diese Gesetze ablehnen. Aber in Thüringen kann man darüber ja sowieso nicht entscheiden, weil das hat ja die Koalition der letzten Wahlperiode verhindert. Das entscheidet jetzt der Bundestag, es entscheidet die Bundesregierung, wo welche Netze und Stromtrassen gebaut werden, nicht mehr die Länder. Und deswegen kann man dieses differenzierte Abstimmungsverhalten durchaus erklären, weil Thüringen kann nur über das beschließen, was sie dürfen, und das sind eben die Übertragungsnetzentgelte. Die Trassen selbst werden hier im Hause beschlossen, und das lehnen wir ab. Kollege Lenkert, danke für die Aufklärung, aber es ist auch klar, mit dem Gesetz jetzt machen wir nicht die Trassen, sondern wir machen die Entgelte. Und die Entgelte, darüber haben wir Einigung, auch im Bundesrat, und von daher hätte ich erwartet, dass Sie jetzt hier zustimmen, aber es bedarf hier zumindest in diesem Punkt heute nicht Ihrer Zustimmung, um eine Mehrheit zu haben. Zweiter Punkt, den ich noch ansprechen will, Kraft-Wärme-Kopplung. Wir haben den Stadtwerken insbesondere in den letzten Jahren den Ausbau von Kraft-Wärme-Kopplung, Strom-Fernwärme ermöglicht. Wir haben sie dazu angereizt, wir haben sie unterstützt, in diese Richtung zu gehen. Und der Abbau dieser vermietenden Netzentgelte, ich
Wer verzichtet darauf, sie zu erklären, degressiv in einem 10-Jahres-Zeitraum hätte deren Geschäftsgrundlage zerstört. Und von daher haben wir das reduziert, die Subvention oder sagen wir den Erlös, den sie bekommen, auf ein vertretbares Maß eingefroren. Stand 2016, sodass die KWK-Anlagen auch weiterhin ihren Teil zur Energiewende beitragen können. Zum Dritten, zum Abschluss, will ich noch einen Punkt ansprechen, das ist die Kernbrennstoffsteuer. Wir reden hier ja viel über Geld und was das kostet. Es kostet sehr viel Geld. Ich glaube, es würde ein bisschen weniger kosten, wenn wir die ganze Energiewende im Bundeshaushalt finanziert hätten, als außerhalb. Aber einen Teil hatten Sie unter schwarz-gelber Regierung ja eine Finanzierung, damals Sparpaket 2010, Kernbrennstoffsteuer gemacht. 7 Milliarden Euro müssen wir jetzt, weil dieses Gesetz von Schwarz-Gelb so schlecht gemacht wurde und das Verfassungsgericht das verfassungswidrig anerkannt hat, zurückzahlen. 7 Milliarden Euro. Das ist, meine Damen und Herren, nicht zu akzeptieren. Deswegen wollen wir Sozialdemokraten, dass wir dieses Geld uns wiederholen. Solange wie die Restlaufzeiten der Kernkraftwerke noch sind, soll es auch zurückgezahlt werden. Und ich kann es überhaupt nicht verstehen, dass ein Unternehmen wie RWE diese Einmaleffekte, diese Windfall-Profits nutzt, um in ihrer schwierigen Lage, die sind mit hoher Verschuldung und keinem klaren Geschäftskonzept, Dividende auszuschütten. Also noch Kapital aus dem Unternehmen rauszugehen. Meine Damen und Herren, das ist nicht zu akzeptieren. Das ist Steuergeld, das von Schwarz-Gelb, schlechtes Gesetz, direkt in die Kassen der Aktionäre geht. Meine Damen und Herren, so macht man Energiewende nicht. Vielen Dank, Herr Kollege Schneider. Nunmehr hat das Wort der Kollege Marc Hauptmann für die CDU-CSU-Fraktion.